Und jetzt wirklich das letzte Wort von Andrea Thelen. Kriegt er die Kurve? Der Nürburgring muss die Kurve kriegen, sonst sind wir tot. Danke. Das war SWR 4 Klartext mit Thomas Mayer und Heinrich Schönesalk. Ja, kriegt der Nürburgring die Kurve? Wir werden Termine sehen, wir werden Anstrengungen erleben und diejenigen, die Verantwortung tragen, müssen sich daran messen lassen. Danke für Ihr Interesse. Ich möchte aber auch noch zum Schluss etwas sagen, weil mir persönlich ist auch sehr dran gelegen, einfach aus meiner Biografie, aus meiner eigenen Geschichte, dass der Ring die Kurve kriegt. Und ich bin überzeugt, dass der Herr Schmidt hat mich heute sehr überzeugt mit seinem Argument. Ja, ich bin eigentlich ergebnisoffen und ich habe mal von einem Kölner Unternehmer, der sehr viel Nürburgring-Erfahrung hat, mal den Spruch gehört, pass auf, da oben am Nürburgring sind viele Kanonen geladen. Es täte uns eigentlich alle ganz gut, dass wir da vielleicht ein bisschen Munition rausnehmen. Dass Sie von der Politik richtig enttäuscht sind, das ist mir völlig klar. Und dass Sie dieser Enttäuschung heute auch irgendwo sehr viel Raum gegeben haben, sie mal aus dem Kochkessel zu lassen, ist völlig okay. Aber trotzdem, ein bisschen Munition raus, es geht nur zusammen. Und ich muss sagen, ich bin hier, um Auto zu fahren, um schnell Auto zu fahren. Und die Radfahrer, die haben es schwer hier, die können im Ahrtal bleiben. Also ich bin immer noch auf Ihrer Seite mit Autofahren am Nürburgring. Das ist ein Eldorado, eine einzigartige Einrichtung in der Welt. Und die müssen wir einfach erhalten. Danke. So, also, ich darf, wir geben Ihnen aber meines Erachtens noch das Mikrofon, wenn Sie das machen wollen. Ich will klar sagen, wie unser klares Konzept war, das hatte Professor Schmidt nicht in Afrika gestört. Das war Punkt 1, alles gemeinsam bei der EU zu versuchen, Aufgang offen. Ich bin kein Traumtänzer, kannte die Schwierigkeiten, wir haben gearbeitet, Untersuchungen, über alles, wir hätten Chancen gehabt. Okay, das hat nicht stattgefunden, die Besuche waren alle wie. Wir haben gemeinsam vorgeschlagen, dass wenn es nicht funktioniert, wir gemeinsam an der Ausschreibung arbeiten, auch wenn sie, wie heißt das Spielwort, dingesfrei sein muss, bedingungsfrei sein muss, Möglichkeiten zu suchen, ob es Bauauflagen oder welche Dinge gibt, um es betriebsfremden Leuten schwer zu machen, sich an dieser Ausschreibung zu beteiligen. Hat nicht stattgefunden. Gegenteil ist die Frage. Die Braut ist geschmückt worden. Und Sie sollten den Herrn Professor Wittmann fragen, wie die Dinge mit der Formel 1 wirklich gelaufen sind, mit den Verdiensten. Ich will gar nicht drüber reden, Vorsitzender. Jetzt nehme ich Ihnen das Mikrofon wieder weg, weil Sie nämlich eigene Politik machen. Ich dachte, das ist nicht im Rahmen jetzt unserer Sendezeit und nicht unseres Auftritts, Herr Flipp. Ich habe Ihnen eine Chance gegeben. Ich habe Ihnen eine Chance gegeben, aber nicht mit unserem Mikrofon. Nein, Sie haben jetzt das zum dritten Mal schon dieselben Vorwürfe erhoben. Das ist nicht das Ding. Tut mir leid. Also Entschuldigung, Sie sind hier bei einer Veranstaltung von SWR 4. Sie sind unsere Gäste, wir sind Gäste hier in der Gemeinde. Alle gemeinsam. Und es ist keine Mitgliederversammlung oder Jahresversammlung von Ja zum Nürburgring. Und das muss mal ganz eindeutig und klipp und klar gesagt sein. Ja? Wir haben hier einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ich will Ihnen nur sagen, das, was jetzt hier zum Schluss gesagt wurde, ist auch schon außerhalb der Sendung. Das wird nicht mehr eine Rolle spielen. Ja? Aber dennoch, solange diese Veranstaltung nicht endgültig beschlossen ist, ist das unsere Veranstaltung und kein Forum eines Vereins. Danke.